dieser Minute startet tatsächlich in den Räumlichkeiten hinter uns entsprechende Veranstaltung, warum wir überhaupt heute hier sind. Heute geht es um Kinder, Jugend und Familie in Münster. Und deswegen möchte ich einmal, dass ihr ganz, ganz laut seid, damit entsprechende Politiker uns da oben in den Räumlichkeiten auch hören könnt. Rettet das PG! 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 Schaut da irgendwer aus dem Fenster? Rettet das PG! 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 So, also wenn uns jetzt noch nicht alle gehört haben, dann geht es jetzt vielleicht einmal einfach ganz kurz mit dem nächsten Redebeitrag weiter. Ich darf nahtlos übergeben an Andreas. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich möchte angesichts der prekären Situation unseres Hauses an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um auf die besondere Bedeutung von offener Jugendarbeit einzugehen. Mein Name ist Andreas Lehr und ich beginne mit einer Vorbemerkung zum Status quo. Im Hinblick auf die vorgegebene gesamtgesellschaftliche Rahmung, in der das Leben aller stattfindet, muss zunächst mal festgestellt werden, dass es zahlreiche besorgniserregende Entwicklungen gibt. Hierzu zählen insbesondere die signifikante Erhöhung von Straftaten in der Ausweisung der neuen Kriminalstatistiken, auch und gerade von Heranwachsenden und sogar Kindern. Radikalisierung ist Massenphänomen geworden. Die Ergebnisse der neuen IGLO-Studie, nach der ein Viertel aller Grundschüler nicht richtig lesen und schreiben kann. Die Bildungskarrieren dieser Kinder sind schon beendet, noch bevor sie überhaupt begonnen haben. Der Bildungsstandard insgesamt ist auf beklagenswertem Niveau. Des Weiteren die anwachsende Armut in weiten Teilen der Bevölkerung, damit verbunden strukturelle Perspektivlosigkeit. Das gilt im Besonderen für junge Menschen. Das Versprechen auf Chancengleichheit bleibt unerfüllt. Außerdem, die Auswirkung der unkritischen Nutzung sogenannter Social Medias mit der Folge der Verunmöglichung der Ausbildung eines moralischen Kompasses. Damit einher geht eine Einschränkung des Erwerbs von Empathiefähigkeit. Wir lernen am Modell. Die psychischen Erkrankungen von Jugendlichen nehmen zu. Und nicht zuletzt die Gefahr der zunehmenden Entgrenzung des Rechtsradikalismus. Selbst diese unvollständige Auflistung hier zeigt schon, was auf dem Spiel steht. Es geht um nichts Geringeres als um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist die Jugendarbeit auch in Präventionsabsicht aktiv. Im Sozialgesetzbuch 8, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, sind die zentralen pädagogischen Zielvorstellungen von offener Jugendarbeit festgeschrieben. In § 1 heißt es, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Der Rechtsanspruch auf Hilfestellung ist also ausdrücklich im Gesetzestext verankert. Damit ist die Aufgabenstellung eindeutig beschrieben und zugewiesen. Die Jugendarbeit soll Beiträge zur stabilen Persönlichkeitsentwicklung leisten und ausdrücklich helfen, Benachteiligungen abzubauen und damit, so meine Interpretation, die Umsetzung individueller Lebensplanung begünstigen. Ja. Doch was sind geeignete Angebote hierfür? Wie ist eine Umsetzung zu schaffen? Und was sind gelungene Beiträge in diesem Kontext? Und wollen wir die inhaltliche Ausgestaltung von Erziehung und Persönlichkeitsbildung TikTok überlassen? Nein, das wollen wir nicht. Genau jetzt sind wir mitten in der offenen Jugendarbeit angekommen. Sie wird ja manchmal etwas abschätzig mit einer Erscheinungsform der organisierten Anarchie verglichen. Das ist sie mitnichten. Die nicht kommerziell ausgerichtete offene Jugendarbeit als außerschulischer Lernort und Wohlfühlstätte bietet Orientierung und Halt im Vorhalten eines sanktionsfreien Schutzraumes, der Selbstfindung und Ausreifung der Persönlichkeit ermöglicht und soziokulturelles Rüstzeug verschafft. Die Förderung von Jugendkultur in all seinen Facetten, von Theater, Musik, Tanz und Ausagierung künstlerischen Potenzials, sowie die Beteiligung an den bedeutsamen niedrigschwelligen Angeboten, bilden dabei unter Einbindung demokratischer Mitbestimmung die Basis unserer Arbeit. Aus pädagogischer Sicht sind diese Vorgehensweisen allesamt Vehikel zur Vermittlung sozialer Schlüsselkompetenzen in der Funktion der Aneignung und Festigung von Identität. Um einen Erfolg der avisierten Ziele wahrscheinlicher zu machen, legt die offene Jugendarbeit größten Wert auf Beziehungsarbeit, denn jegliche pädagogische Bemühung kann ohne ein Vertrauensverhältnis nicht gelingen. All dies geschieht an keinem anderen Ort, und deshalb darf die offene Jugendarbeit ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der pädagogischen Landschaft beanspruchen. Ja! Die offene Jugendarbeit ist dritte institutionalisierte Sozialisationsinstanz und aus diesem Grund systemrelevant. Und um es wahrheitsgemäß einzuräumen, das alles kostet etwas, weil es professionell ausgeführt werden muss. Und wenn jetzt die ganz Ausgeschlafenen in Bezug auf die verorteten Problemstellungen rufen, hört mal, wir können doch all die Schwierigkeiten und Randale mit diesen lästigen Pubertierenden einfach aus dem Weg räumen. Schaffen wir doch die Lebensphase Jugend gleich ganz ab. Ja, genau. Dann brauchen wir auch eure teure Jugendarbeit nicht mehr. Dem aber halte ich entgegen, dass nach uns die Zukunft kommt. Und ich wünsche mir eine Zukunft, die bestimmt ist von einer Haltung des solidarischen Mitgefühls. Nur dann wäre sie eine lebenswerte. Allen Polemiken zum Trotz, es bleibt dabei, dringenden Handlungsbedarf zu konstatieren. Doch wie sollen prospektive Verbesserungen verwirklicht werden? Meine Antwort darauf ist ausdrücklich mit Hilfe der offenen Jugendarbeit, denn sie leistet meines Erachtens nach einen unverzichtbaren Einfluss zur Implementierung eines tragfähigen Wertekanons. Ja. Keine 100 Tage mehr trennen uns vom neuen Jahr und es sieht im Moment so aus, als ob dem ungeordneten Absterben der offenen Jugendarbeit freier Lauf gelassen wird. Wir wünschen uns stattdessen den Willen der Verantwortlichen, der offenen Jugendarbeit als wesentliches Instrument der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ihren bewährten Platz zu sichern. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt gibt's nochmal Tanz. Ohne die Jugend sehen wir alle alt aus. 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 Ohne die Jugend sehen wir alle alt aus.
ohne die Jugend.